Hier wird gefragt, den Sinus von 2x, den Cosinus von 2x sowie den Tangens von 2x zu berechnen, wenn man weiß, dass der Cosinus von x 3 Fünftel beträgt und dass der Winkel x sich streng zwischen 0 und Pi halber Radiant befindet. Um Sinus von 2x und Cosinus von 2x zu berechnen, werden wir diese zwei Verdopplungsformeln einsetzen und wir sehen, dazu brauchen wir Sin x und Cos x, da auch. Wir kennen aber nur Cos x, also müssen wir im Vorfeld Sin x berechnen. Wir wissen, dass der Cosinus von x 3 Fünftel beträgt. Durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir also, dass Sinus von x im Quadrat plus Cosinus von x im Quadrat 1 ergibt, woraus wir schlussfolgern, dass der Sinus von x gleich plus oder minus diese Quadratwurzel sein muss. Aber der Winkel x befindet sich streng zwischen 0 und Pi halber Radiant. Deshalb wissen wir, dass der Sinus von x streng positiv sein muss. Also ist Sinus von x gleich zu plus diese Quadratwurzel, das heißt der Sinus von x, das ist 4 Fünftel. Jetzt können wir in dieser Formel Sinus x ersetzen durch 4 Fünftel, Cosinus x ersetzen durch 3 Fünftel und somit finden wir sofort, dass Sinus von 2x 24 25stel sein muss. Auch in dieser Verdopplungsformel können wir sofort Cosinus von x ersetzen durch 3 Fünftel und Sinus von x durch 4 Fünftel. Somit finden wir für Cosinus 2x diese Differenz, das heißt, der Cosinus von 2x ist gleich zu minus 7 25stel. Um den Tangens von 2x zu berechnen, könnte man auch die Verdopplungsformel einsetzen oder aber die Definition vom Tangens. Der Tangens von 2x ist durch seine Definition gleich zu Sinus von 2x geteilt durch Cosinus von 2x. Sinus von 2x haben wir gerade gefunden und Cosinus von 2x auch. Also ersetzen wir diese zwei trigonometrischen Zahlen durch ihre numerischen Werte und somit finden wir für Tangens von 2x minus 24 Siebtel. Und diese Übung ist beendet.